Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem Video, worauf ihr, glaube ich, sehr lange gewartet habt. Ich dachte mir, ich mache es heute mal, weil ich mich nach nun fast 2 Wochen endlich dazu bereit fühle, obwohl ich nicht sagen würde, dass ich wirklich bereit bin. Aber ja, ich bin der Meinung, ich sollte es einfach mal machen, das Video. Und auch wenn es für mich wirklich sehr, sehr schwer ist, würde ich es einfach jetzt gerne machen und euch dann auch direkt nach dem Schneiden liefern. Also gar nicht lange warten, bis ihr es seht, sondern einfach direkt hochladen. Ja, wenn es etwas lauter ist, ist es wegen dem Fenster. Das habe ich gerade auf, weil es ist so warm. Ihr lest es schon im Titel. Es geht darum, warum das Jahr 2018 mit einer Sache gegangen ist, die uns alle sehr, sehr getroffen hat. Und auch immer noch sehr, sehr tief schmerzt und immer noch ganz, ganz groß bei uns in der Familie präsent ist und immer noch auch, mein Alltag bestimmt derzeit und auch, mein Leben sozusagen. Ja, ich habe mich jetzt etwas länger von Instagram distanziert. Hier auf YouTube habe ich einfach die Videos hochgeladen, die geplant waren, die ich bereits hochgeladen habe und habe die einfach so am Rande laufen lassen sozusagen und habe mich ein bisschen von Instagram distanziert. Ja, darüber möchte ich auch direkt als erstes sprechen. Ich bin nämlich wirklich der Meinung, dass mir das richtig gut getan hat, sich einmal ein bisschen länger auf Instagram nicht zu melden, einfach mal die Zeit zu genießen, zu trauern und sich einfach mal sich selbst zu stellen und sich selbst die Zeit zu geben, damit umzugehen und nicht gezwungen zu sein, Fotos hochzuladen, jede Woche ein Update zu geben, wie es dem Baby geht und einfach diese ganze Last, die man wirklich dadurch hat, was ich wirklich gemerkt habe in der Zeit, dass es wirklich eine Last ist, die einem da wirklich runterfällt. Und die einem wirklich vom Herzen fällt, weil dieser Zwang, immer etwas hochzuladen, immer seine Person so öffentlich zu stellen, das war eben nicht mehr. Und ich habe das wirklich sehr, sehr genossen und ich bereue es auch in gar keinem Fall, dass ich mir da die 2 Wochen genommen habe. Ja, nun geht es natürlich darum, warum habe ich mir die 2 Wochen genommen und warum das Jahr 2018 so gegangen, wie es gegangen ist. Viele haben es, glaube ich, schon erahnt und ich habe mir auch auf Instagram einiges anhören dürfen, obwohl ich gar nicht so aktiv war. Also klar, ihr habt auch gemerkt, ich war online bei Instagram und das sieht man ja irgendwie an irgendeinem grünen Punkt, habe ich schon jetzt erfahren. Das wusste ich vorher gar nicht. War ich online auf Instagram. Das war aber rein geschäftlich, muss ich sagen, weil ich da mit einigen Firmen im Gespräch bin und ich deswegen eben online sein musste, beziehungsweise die Nachrichten eben beantworten musste. Und genau, da habe ich eben auch viele Kommentare bekommen, zum Beispiel, warum ich denn nicht irgendwas sagen kann, wenn ich schon online bin. Ja, ist halt eben was anderes. Ja, was mich jetzt aber so erstmal dazu gedrängt hat, das Video jetzt doch so schnell zu drehen, ist etwas ganz anderes, beziehungsweise ein Kommentar, was mich gestern wirklich echt schockiert hat. Also eigentlich wollte ich dieses Video nämlich noch gar nicht drehen, weil ich mich einfach tief in mir noch gar nicht bereit fühle. Und ich wollte einfach auf den richtigen Moment warten. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen zwingen lassen, leiten lassen von euch oder einigen Zuschauern und habe mich deswegen jetzt dazu entschieden, mich ganz spontan vor die Kamera zu setzen. Es ist super schwer, dieses Video zu drehen. Hätte ich niemals gedacht. Ich habe mir schon nächtelang Gedanken gemacht, okay, was möchtest du eigentlich sagen? Aber jetzt, wo man das so macht, fällt einem das alles überhaupt gar nicht mehr ein und man weiß einfach gar nicht, was man sagen möchte. Was mich jetzt dazu geritten hat, sag ich mal, dieses Video zu drehen, war ein Kommentar gestern. Und zwar wurde kommentiert, dass ich
Also ich wurde beleidigt, ich wurde beschimpft, ich wurde ja regelrecht fertig gemacht, warum ich denn keine Videos oder kein Statement abgebe. Genau. Warum ich kein Statement abgebe und warum ich mich nicht mehr melde, es sei doch völlig frech und es wäre schließlich mein Job. Da musste ich echt wirklich erstmal schlucken, weil im Endeffekt ist Instagram eine freiwillige Sache, die ich führe oder die ich mache. Klar, ihr wisst, mit YouTube verdient man Geld. Das ist leider wirklich nicht so viel, wo einige, glaube ich, echt denken, okay, die verdienen bestimmt richtig, richtig viel, aber so ist es nun wirklich nicht. Wir YouTuber dürfen darüber aber leider nicht sprechen. Aber mit Instagram verdiene ich einfach absolut überhaupt gar kein Geld. Ich habe noch nicht einen Cent mit Instagram verdient und es ist eine rein freiwillige Sache. Es ist also überhaupt nicht mein Job. YouTube ist genauso nicht mein Job. Aber ja, ich war wirklich ziemlich fassungslos, dass man ja so abhängig ist einfach. Das hat mir jetzt einfach gezeigt, wie abhängig manche Zuschauer oder Leute sind. Ja, Leute, die einfach frustriert sind oder so abhängig von meinen Posts, von meinen Bildern, von meinen Updates, von meinen Stories, dass sie einfach schon richtig aggressiv werden und mich wirklich beleidigen und sich immer wieder neue Accounts machen. Also ich war wirklich sehr schockiert gestern, als ich das gelesen habe, habe die Person natürlich direkt blockiert und natürlich den Kommentar direkt gelöscht, habe von dem Foto, glaube ich, auch alle Kommentare deaktiviert, weil über die 2 Wochen jetzt ziemlich viel kam und ziemlich viel diskutiert wurde. Nun fängt es unter anderem Fotos an auf Instagram, also hat es nicht wirklich viel gebracht und dementsprechend sitze ich jetzt auch gerade hier vor der Kamera und möchte euch eben ein Statement geben, während ich hier gerade eine schöne Übungswehe habe. Ja, nun zu dem, was im Endeffekt jetzt der Auslöser war für diese Zeit. Viele haben es mitbekommen oder viele haben es erraten. Viele haben, ja, was heißt erraten? Sie haben es erahnt, ich weiß es nicht. Ich habe mit, ja, wenigen Leuten darüber gesprochen. Also, es fällt mir sau schwer. Ja, es ist mein Welpe verstorben. Und das direkt am Silvesterabend. Ich habe den Welpen ja Anfang Dezember bekommen. Das wissen, glaube ich, einige. Oder ihr habt ja, glaube ich, auch die Videos gesehen oder das eine Video gesehen. Und er war von Anfang an krank. Also er war erstmal ein Mini-Chihuahua, ein Mini-Pomeranien. Und schon am ersten Tag, als er bei uns war, musste ich direkt in die Tierklinik, weil er ja halb tot war, kann man wirklich so sagen. Also direkt am ersten Tag, als er bei uns war, musste ich morgens nach der ersten Nacht sozusagen hier zu Hause, musste ich direkt mit ihm in die Tierklinik. Und ja, da habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Der Tierarzt oder die Ärztin oder der Arzt hat auch gesagt, ja, das kann passieren. Und er weiß nicht, woran das liegt. Eventuell eine Unterzuckerung und er hat ihm einfach ein bisschen Zucker gegeben, so Glukose. Und danach war auch alles wieder in Ordnung. So, dann hat es ja nach ein paar Tagen wieder angefangen. Er hatte nicht mehr gefressen. Er hat Durchfall bekommen, er hat wenig getrunken, er hat nur noch geschlafen und es ging ihm einfach richtig, richtig schlecht. So, ich habe wirklich alles getan. Ich bin in der Nacht alle Stunde oder jede Stunde aufgestanden, habe nach ihm geschaut. Er hat in meinem Bett geschlafen, also eigentlich auf mir geschlafen, damit ich es jedes Mal merke, sobald irgendwas passiert. So, und der Mutterinstinkt hat in mir natürlich total, hat in mir ausgelöst, dass ich jedes Mal wach wurde, wenn er nur anders geatmet hat, die Augen kurz aufgemacht hat und die Nächte waren wirklich Horror. Ich, ja, habe meinen Wecker jede Stunde gestellt auf dem Handy, habe jede Stunde geschaut, wie es ihm geht, habe ihn immer auf die Toilette gebracht, habe, ja, eben Essen angeboten, Trinken angeboten, habe ihm alle 3 Stunden Zucker gegeben, weil er nicht mehr essen wollte und die Kleinen sonst unterzuckern. Und ja, so ging das eigentlich eine Woche.
Dann wurde es so schlimm, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss doch mal zum Tierarzt. War dann nochmal beim Tierarzt und der hat ihm Buscopan, glaube ich, gespritzt, weil er einen harten Bauch hatte und der Tierarzt hat gesagt, er hat eventuell Bauchschmerzen, deswegen frisst er nicht und deswegen ist er so müde und so. Zu dem Zeitpunkt war er ja relativ fit, würde ich sagen. Also er lief beim Tierarzt auch auf dem Tisch da rum und als er die Spritze bekommen hat, ist er dann zu mir hochgehüpft sozusagen, weil das Buscopan wohl brennen soll. Und das hat man auch gemerkt, also es hat ihm kurz wehgetan. Und dann sind wir aber am gleichen Abend in die nächste Tierklinik hier bei uns gefahren, die bei uns hier, oder die nächste ist sozusagen. Und das in der Nacht, glaube ich, so, ich glaube, 9 Uhr war das, glaube ich. Und ja, weil es ihm einfach, ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl. Und es ging mir einfach nicht so gut nach der Buscopan-Spritze, dass ich einfach der Meinung war, okay, ich möchte nochmal mit ihm in die Tierklinik. Dann sind wir in die Tierklinik gefahren. Felix und ich haben extra auf ihn gewartet, dass er von der Arbeit gekommen ist. Und da sind wir dann losgefahren. Und die haben aber auch nur einen Wassertank sozusagen ihm gespritzt, weil sie gesagt haben, sie können ihm keine Infusion geben, weil er zu klein ist. Die Adern seien zu klein und sie können ihm keine Infusion geben, bevor er austrocknet, weil er wenig getrunken hat. Haben sie ihm so eine Spritze in den Bauch gemacht und da hat er so eine kleine Beule, weil er eben so eine Art Wassertank in der Haut hatte. Auf beiden Seiten, weil es wäre sonst zu viel für eine Seite gewesen. Und ja, da auch da war er, ja, er war halt sehr müde, er hat sehr viel geschlafen und dann, ja, ist er nach 2 Tagen leider verstorben. Es ging ihm auch immer schlechter. Und er, ja, war am Ende einfach nur noch so, nur noch da. Ja, die letzten 2 Tage war es dann so schlimm, dass er einfach nicht mehr getrunken hat, nichts mehr gegessen hat. Ich habe ihm Schonkost gemacht und ihm das mit der Spritze gegeben. Er hat einfach nichts mehr gefressen. Ja, am Ende war es so schlimm, die letzten 2 Tage, dass ich ihm alles mit der Spritze geben musste. Ich musste ihm Wasser geben, Schonkost, alle 3 Stunden sein Zucker. Dann haben wir vom Tierarzt noch Nutrikal bekommen. Habe ich ihm auch per Spritze gegeben. Das Schlimmste war einfach, dass ihm keiner helfen konnte. Der Tierarzt hat gesagt, er kann nichts machen. Ja, wir haben die Tierklinik immer wieder mit den Worten verlassen, dass er es eben selber schaffen muss. Am 31.12. wollte ich ihm, wie gewohnt, seinen Zucker geben. Alle 3 Stunden und es war, glaube ich, 18 Uhr. Da wäre er wieder dran gewesen. Ich habe dann alles fertig gemacht und ja, habe seinen Zucker in die Spritze gemacht, seinen Nutrikal und ein bisschen Wasser. Das hat er von mir immer alle 3 Stunden bekommen. Ich wollte ihn dann auf den Arm nehmen und ihm die Spritze geben und das war auch alles gut. Er war halt schwach, er war müde, er ja, war einfach so wie immer. Ich habe ihn dann immer in die Decke eingewickelt, damit er nicht unterkühlt. Plötzlich ist er einfach eingeschlafen. Ja, ich kam gar nicht mehr dazu, ihm die Spritze zu geben. Ja, was mich natürlich sehr beruhigt, ist, dass er in meinen Arm eingeschlafen ist. Ich sozusagen die letzte Person war, die immer für ihn da war. Ja, im Endeffekt grübeln wir immer noch, was los war, was er hatte und warum er so einen Weg gehen musste. Also er hat wirklich sehr, sehr gelitten. Es war einfach nicht schön. Und am Ende bin ich auch irgendwo ein Stück weit froh, dass er jetzt einfach ja, sich nicht mehr quält und ja, nun von oben auf uns aufpasst, auf meine Tochter aufpasst. Ja, kurze Pause. Der Akku musste laden. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was passiert ist. Ich bitte euch einfach davon abzusehen, mir die Schuld zu geben, weil ich wirklich alles
für diesen Hund getan habe. Und ich weiß es selber, dass ich das getan habe und werde mir deswegen auch nicht irgendwas einreden lassen. Meine Familie weiß selber, ich habe richtig gekämpft für ihn. Und genau deswegen werde ich auch die Kommentare von diesem Video deaktivieren und jegliche Anschuldigungen werden direkt blockiert, weil ich so das einfach unter aller Sau finde. Ich bin einfach froh, dass ich mir jetzt die Zeit genommen habe und ich denke, ich werde auch hier mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, so dass ihr es eventuell nicht so viel merkt, aber ich trotzdem etwas zurückschraube, weil mir das einfach auch echt gut getan hat, mal ein bisschen Abstand zu nehmen von Instagram. Und ja, es ist auch, denke ich, ganz gut gewesen und die Zuschauer, die solche Kommentare geschrieben haben jetzt, die ich vorhin erwähnt habe, ja, wissen jetzt selber, wie abhängig sie im Endeffekt von mir sind. Ich wollte euch jetzt einfach kurz dieses Video bieten, euch aufklären und ja, ich hoffe einfach, dass ihr ein bisschen, ja, mittrauert oder einfach ein bisschen, ja, Mitgefühl zeigt und dann, ja, wird es hier einfach so weitergehen wie bisher auf diesem Kanal. Und ich, ja, würde das Video jetzt hier auch an dieser Stelle beenden und direkt ans Schneiden machen, damit ich das zeitnah hochladen kann. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist ein bisschen doof gesagt, glaube ich. Aber ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!